Bedeutung. YouTube ist das Medium, das Sie nutzen können, um Videos, die Sie produziert haben und die Sie vielleicht auf Ihrer eigenen Webseite zeigen, auch noch an einen Leserkreis heranzuführen, den Sie mit der eigenen Webseite nicht erreichen. Dafür ist es ein ideales Werkzeug. Hier sehen wir zum Beispiel unter dem Stichwort Golf und Bruchsal finde ich als allererstes einen Film vom Golferlebnistag 2010 im Golfclub Bruchsal. Das heißt also, wenn ich denn schon Einsteiger-Events in der Region von Bruchsal promoten will, dann ist dieser Film auf dieser Plattform und mit dem Stichwort Bruchsal schon ganz gut aufgehoben. Man kann ein zweites hier erkennen, wenn man sich die Zugriffszahlen anschaut, dann hat dieser Film immerhin 141 Aufrufe gehabt. Das ist erstmal ganz schön. Wenn man allerdings darunter schaut, dass der Unfall mit einem Golf in der Nähe von Bruchsal auf der Autobahn dann 5.800 Zugriffe hat, dann sieht man natürlich auch, was die Welt noch lieber sieht. Und was wir im Golfen nur relativ selten zu bieten haben, wenn nicht Tiger Woods gerade wieder irgendwelche Eskapaden macht. Hier sehen wir ein zweites Anwendungsfeld von YouTube. Wenn man eine ganze Reihe von Filmen hat, kann man einen eigenen Kanal eröffnen. Das haben wir jetzt zum Beispiel mit den Filmen gemacht, die wir produzieren und die für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Da finden Sie dann alle neueren Werke, die wir so publizieren, einfach auch, um dann nochmal zusätzliche Aufrufe zu bekommen. Facebook ist das Werkzeug der Wahl, um Gruppen zu betreuen. Auf Neuschwäbisch heißt das ja Community. Also um solche Communities zu bilden, zu betreuen und dazu zu bringen, dass sie darüber, dass sie sich da wohlfühlen, insgesamt eine positive oder positivere Einstellung zur Golfanlage, zum Angebot der Golfanlage bekommen. Und Facebook ist, das kann ich hier schon an dieser Stelle sagen, mit Sicherheit das wichtigste Medium, wenn man denn schon in Social Media im Golfbereich einsteigen möchte. Hier sehen wir ein Beispiel des Margaretenhof, da waren wir vorgestern zur Roadshow. Die benutzen das bereits, um ihre Nachrichten, ihre Informationen entsprechend darzustellen. So. Das ist also eine Möglichkeit, als Golfanlage alle wichtigen Informationen im Facebook zusätzlich zu publizieren. Wie man das organisieren kann und was da sinnvoll ist, darüber werden wir gleich noch sprechen. Und hier sehen wir ein zweites Beispiel, das ist jetzt mein Facebook-Account. Und da sehe ich dann, dass Marcel Siemen mit John Daly in die Runde 3 geht, das interessiert mich. Dann sehe ich, dass Oliver Oechler endlich mal wieder zelten will. Naja. Und insofern, das habe ich bewusst als Beispiel gewählt, hier haben wir sehr wohl eine Mischung aus Interessantem und relativ redundantem Informationsangebot. Das ist sicherlich auch eine der Schwächen dieser Systeme, dass neben all dem, was einen interessiert, auch einiges dabei rüberkommt, wo man sagt, naja, das müsste ich jetzt nicht unbedingt gerade jetzt wissen. Das gehört sicherlich auch dazu. Dann haben wir das Twitter, wie schon gesagt, das ist das Medium für die schnelle Statusinformation und als solches für den Golfclub eher nicht geeignet. Ich zeige das auch gleich an einem Beispiel, aber ich zeige erst das positive Beispiel, wo es Sinn macht. Der Deutsche Golfverband benutzt Twitter in der Zwischenzeit bei größeren nationalen Events, um über den allgemeinen Verlauf dieser Turniere zu berichten. Das hat nicht nur Spielstandsinformationen, dafür gibt es dann ja noch das Realtime-Scoring, sondern hier geht es eigentlich mehr darum, dass man eben auch über den Stimmungsberichte rüberbringt, die jetzt sich halt aus dem Scoreboard alleine nicht ergeben. Das macht durchaus Sinn, weil es letztlich die Wirkung hat, dass noch etwas mehr Personen die Chance haben, an einem solchen nationalen Event zumindest indirekt teilzuhaben, als das sonst möglich wäre. In diesem Falle macht und dafür macht das durchaus Sinn. Ob es nun allerdings sinnvoll ist, die verschiedenen Stufen eines
lokalen Clubturniers in dieser Form zu kommunizieren und ob es wert ist, diese Arbeit da hineinzustecken, das mag man hinterfragen. Ich persönlich denke, dass es nicht sinnvoll und nicht notwendig ist. Und hier sehen wir ein Beispiel, wie man auf jeden Fall Twitter nicht benutzen sollte. Wenn ich im August einen Screenshot von diesem Golfclub und seinem Twitter-Auftritt mache und sehe, dass seine letzte Nachricht im August immer noch die Ankündigung war, dass jetzt die Startliste für den Monatsknopf April fertig ist, dann hat man hier das Medium missverstanden. Das ist ein heißes, schnelles Medium für die schnelle Nachricht und nicht eine Ansammlung von Antiquitäten aus dem Nachrichtenbereich. Also das muss man dann auch durchhalten und entsprechend laufend kommunizieren, weil das der etwas unangenehme Effekt solcher Nachrichten ist, man kriegt sie relativ schnell ins Netz. Es ist relativ schwer, sie endgültig alle wieder auszuradieren. Sprich, sowas bleibt dann auch relativ lange da. Wo liegen Nutzen und Risiken? Der Nutzen liegt ganz sicher darin, dass Sie Zugang zu neuen Lesergruppen kriegen. Es gibt Statistiken, die belegen, dass von der Generation bis 30 Jahre mittlerweile ein Drittel der Internetzeit schon in diesen Social Media und da insbesondere in Facebook verbracht werden. Das heißt, das ist das Medium der Wahl der Jüngeren. Die finden E-Mails und Newsletter uncool und gehen eher in diese Medien hinein. Das ist auf jeden Fall richtig. Außerdem bekommen Sie Zugang zu neuen Lesergruppen insofern, als ein Clubmitglied, das in einer solchen Gruppe Ihres Clubs ist, ja gleichzeitig Bekannte hat, die nicht in diesem Club sind und jetzt aber eventuell über Clubgeschehen oder seine Aktivitäten im Club berichtet und damit für Sie letztlich ein Kommunikator ist, zu Leuten, die Sie als Golfanlage noch gar nicht erreichen können oder erreicht haben, weil es eben die Bekannten Ihrer Mitglieder sind. Ich sehe das in diesem Club zum Beispiel so, dass manche meiner Bekannten sich zwischendurch über dieses Medium Facebook zu Golfrunden verabreden und dass dann manchmal einer dazu stößt, der sagt, ich bin aber nicht Mitglied in eurem Club und dann die Antwort kriegt, spiel's halt für Greenfee. Also das findet durchaus statt auf diesen Medien, dass sie dort mit mal eine Kommunikation nach außen tragen können zu Leuten, die sie bisher nicht erreichen konnten. Oder nur mit hohem Aufwand bei Mailingaktionen oder so hätten erreichen können. Und daraus kann sich was Positives für Sie entwickeln. Das Weitere, was möglich ist, ist, dass sich eine positive Gemeinschaftsbildung ergibt. Ich habe das selber erlebt. Ich habe vor ein paar Wochen zu einem Produkt einen etwas hämisch provokativen Kommentar abgegeben, weil ich mich kurz geärgert hatte. Ich habe innerhalb von Stunden hunderte von Antworten gekriegt aus der Community dieses Produktes, die mir alle mehr oder minder gesagt haben, dass das Produkt deutlich besser ist, als ich es gemacht habe, dass ich teilweise zu blöd wäre, es richtig zu benutzen. Das heißt, da haben sich die Verteidiger dieses Produktes auf den Weg gemacht, lange bevor das Unternehmen selber dann ein sehr moderates und freundliches Statement abgegeben hat. Das heißt, da waren mit mal Verteidiger für das Produkt oder die Dienstleistung unterwegs, die das alle unbezahlt und aus Überzeugung machen. Diese positive Gemeinschaftsbildung zu einem Produkt, zu einer Dienstleistung, zu einer Golfanlage kann sich sehr wohl hier ergeben. Das kann dazu führen, dass wenn eine Person sagt, der Platz war in einem sehr schlechten Zustand, die Grüns waren fürchterlich, jemand anders dazu schreibt, ja, aber wir haben ja auch nur halbes Greenfee bezahlt, weil die Grüns erifiziert worden waren. Ne? Korrektur der Falschaussagen findet durchaus schon innerhalb der Gruppen statt. Was man natürlich auch sehen muss, ist, so gut wie positive Gemeinschaftsbildung funktioniert, kann auch negative Gemeinschaftsbildung funktionieren. Wer also größere Baustellen in seiner Organisation hat, sei es personelle, sei es sachliche, sei es technische, darf sich nicht wundern, dass über diese Baustellen genauso offen kommuniziert wird, wie über das Gute kommuniziert wird.